Der Ellenbogen schmerzt. Häufig steckt ein Tennisarm bzw. ein sogenannter Mausarm dahinter. Mehr über die häufigste Ursache für Schmerzen am Ellenbogen, vor allem aber was Sie selbst dagegen tun können, erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preis. Was im Volksmund als Tennisarm oder Tennisellenbogen bezeichnet wird, wird tatsächlich nur im Ausnahmefall durchs Tennisspielen hervorgerufen. Viel treffender ist der Begriff Mausarm oder Heimwerkerellenbogen, denn die einseitige Belastung am Computer, insbesondere der Maus, aber auch ungewohnte Belastungen beim Heimwerkern lösen erheblich häufiger die lästigen Schmerzen am Ellenbogen aus als das Tennisspielen. Was immer auch bei Ihnen der konkrete Auslöser war, fast immer sind es eine ungewohnte Belastung oder eine chronische Überlastung, die zu Schmerzen am Ellenbogen führen. Letztendlich tun dabei die Sehnenansätze der Unterarmmuskulatur weh. Konkret sind es die Sehnen von den Muskeln, die Sie fürs Zufassen und für Stabilisieren bzw. Strecken Ihres Handgelenkes benutzen. Deshalb tut es auch meist weh, wenn Sie jemandem die Hand geben oder vielleicht nur einen Kaffee einschenken möchten. Grundsätzlich gilt, je früher Sie auf Ihre Ellenbogenschmerzen reagieren und gegensteuern, desto rascher bekommen Sie das Problem in den Griff. Zunächst ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie die Tätigkeiten sein lassen, die wehtun. Es macht überhaupt keinen Sinn, die gereizten Sehnenansätze immer wieder zu stressen. Im Rahmen der Behandlung Ihres Tennisellenbogens sollten Sie im ersten Schritt auf natürliche Heilung setzen und diesen Prozess entsprechend unterstützen. Dazu konkret Folgendes. Sie müssen unbedingt den Zug an den gestressten Sehnenansätzen verringern. Das funktioniert am besten, indem Sie Ihre Unterarmmuskulatur regelmäßig intensiv dehnen. Ich empfehle Ihnen folgende einfache, aber sehr effektive Übung. Sie strecken Ihren rechten Arm, machen ihn ganz lang. Dann knicken Sie Ihr Handgelenk in Richtung Handfläche und intensivieren das, indem Sie mit der linken Hand die Dehnung unterstützen. Sie spüren dabei einen Zug, eine Dehnung Ihrer Unterarmmuskulatur. Diese Dehnungsposition halten Sie für ca. 20 Sekunden. Dann lösen, lockern, kurze Pause. Und das Ganze wiederholen Sie dann 3 bis 4 Mal. Diese kleine Übungseinheit, Sie brauchen dazu letztendlich nicht mehr als 2 Minuten, sollten Sie über den Tag verteilt 3 bis 4 Mal durchführen. Als weitere Maßnahme zur Unterstützung der natürlichen Heilung ist es sinnvoll, die lokale Durchblutung des gereizten Gewebes zu verbessern. Denn je besser die Durchblutung ist, desto rascher geht die Heilung voran. Sehr effektiv und relativ einfach ist es, wenn Sie hierzu regelmäßig eine sogenannte Eislolly-Behandlung durchführen. Zunächst zur Herstellung des Eislollys. Sie nehmen sich einen Becher, am besten einen Plastikbecher, geben Wasser rein und stecken einen Löffel oder Stift hinein. Das stellen Sie dann ins Eisfach. Wenn das Ganze gefroren ist, nehmen Sie den Eislolly aus dem Becher. Als kleiner Tipp, das geht einfacher, wenn Sie den Becher vorher kurz unter heißes Wasser halten. Mit diesem Eislolly reiben Sie dann den schmerzhaften Bereich großflächig mit kreisenden Bewegungen ab. Das Abreiben mit kreisenden Bewegungen ist ganz besonders wichtig, damit es nicht zu Erfrierungen kommt. Am besten legen Sie sich dabei ein Handtuch unter. Das machen Sie für ca. 10 bis 15 Minuten. Sie werden merken, dass das Gewebe, das zunächst eiskalt und blass war, nachher gerötet und gut durchblutet ist. Das ist wie mit Ihren Händen nach einer Schneeballschlacht. Erst sind sie eiskalt und nachher glühen sie, weil sie maximal durchblutet sind. Sie sollten eine solche Eislolly-Behandlung regelmäßig, nach Möglichkeit 1 bis 2 Mal täglich durchführen. Führen diese Maßnahmen nicht spätestens innerhalb von 3 bis 4 Wochen zu einer durchgreifenden Besserung, sollten Sie das Problem unbedingt ärztlich checken und professionell behandeln lassen. Ansonsten besteht ein relativ hohes Risiko, dass Ihr Problem chronisch wird und das nervt. Mehr zur konservativen und zur operativen Behandlung des Tennisarms finden Sie auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn am besten direkt. Oder Sie vereinbaren einen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preis.